Hallo und herzlich willkommen, liebe Heimwerker. Heute möchte ich euch mal in einem kleinen Bastelprojekt zeigen, wie ich diesen Upcycling-Tisch mit Rollen gebaut habe. Und wie der englische Name Upcycling schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Wiederverwertung von übrig gebliebenen Abfallprodukten, die nicht entsorgt werden müssen, sondern nachhaltig einem neuen Zweck zugeführt werden können. In diesem Fall kommt der kleine Tisch in eine Gebrauchtmöbelausstellung. Dieses Projekt ist eigentlich sehr leicht nachzubauen, hat allerdings in meiner Umsetzung auch ein paar kleinere fertigungstechnische Besonderheiten, wie ihr später noch sehen könnt. Ich wollte bei diesem Tisch einmal testen, wie man durch einfache Fräsungen in oder besser gesagt an der Platte also eine Art optischen Hingucker erzielen kann. Ich wollte bei diesem Projekt oder besser gesagt bei dieser Gelegenheit aber auch einmal meine neuen Korpuszwingen testen, die ich künftig anstatt meiner alten Schraubknechte einsetzen werde. Es handelt sich um sehr robuste Zwingen mit einem meiner Meinung nach sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. In meiner Videobeschreibung findet ihr einen Link, falls euch das interessiert. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Bei einer Haushaltsauflösung habe ich diese Abfallprodukte gefunden, die ich für den Couchtisch verwenden werde. Es handelt sich um 4 Abschnitte eines Leimholzträgers, wahrscheinlich von einem Carport, sauber gehobelte Leisten eines Verpackungsgestells und diese 4 alten Rollen, die wahrscheinlich unter einem Transportwagen oder ähnliches angebracht waren. Die 4 Trägerabschnitte will ich an den Schmalkanten zu einer Platte verleimen und die Rollen schraube ich später mit 6-Kant Holzschrauben darunter. Um ausreichend Stabilität in die Verleimung zu bringen und einen Höhenversatz beim Verleimen zu vermeiden, nutze ich die gehobelten Leisten als Nutfedern zur Holzverbindung. Die äußeren Längsseitenkanten werde ich im Winkel von 45 Grad an der Oberfräse anschrägen. Alle Hirnholzkanten der 4 Trägerabschnitte schräge ich ebenfalls an, bevor ich die 4 Hölzer verleime. In die Fläche schneide ich eine umlaufende Nut, sodass der optische Eindruck entsteht, dass der Tisch 4 Endkappen hat. Ausgehend vom kürzesten Trägerabschnitt schneide ich die 4 Hölzer in der Länge so lang wie möglich ab. Leider komme ich beim Ablängen in der Höhe weder mit meiner Kappsäge noch mit der Formatkreissäge in einem Schnitt durch das Holz, da es eine Dicke von ca. 92 mm hat. Das bedeutet also, dass ich jede Seite in der Höhe nachschneiden muss. Da beim ersten Schnitt dann stets etwas Restholz überbleibt, nutze ich einen dünneren Abfallklotz, den ich gegen den Längsanschlag meiner Formatkreissäge anlege. Da es sich bei den Trägerabschnitten um schichtverleimtes Holz handelt, brauche ich beim Zusammenlegen der Hölzer nicht auf die Jahresringe im Hirnholz zu achten, sondern suche mir die besten Oberflächen aus. Zur besseren Orientierung zeichne ich mir, wie immer, für die Weiterbearbeitung das Tischlerdreieck auf eine der Flächen auf. An den Hirnholzseiten aller Trägerabschnitte will ich eine Abschrägung anbringen, um eine Art Kappenoptik zu erzeugen. Dafür stelle ich mir das Sägeblatt meiner Kreissäge auf 45 Grad ein. Die einzelnen Hölzer schneide ich dann am Hirnholz umlaufend auf Gärung. Dafür nutze ich den Längsanschlag meiner Säge. Alternativ hätte ich für diesen Arbeitsschritt auch den Oberfräsentisch in Verbindung mit einem Queranschlag nutzen können, was selbstverständlich einen scharfen Oberfräser voraussetzt. Leider habe ich keine Probestücke von den Trägerabschnitten, sodass ich mich bei der Größe der Abschrägung langsam herantasten muss. Weil mir der erste Sägedurchgang nicht so recht gefallen hat, schneide ich die Gärung nochmals etwas nach. Die Längsseiten der fertigen Tischplatte will ich ebenfalls abschrägen. Dafür verwende ich einen passenden 45-Grad-Fräser mit Anlaufring an meinem Oberfräsentisch. Diesen stelle ich so ein, dass er möglichst die gleiche Schräge wie am Hirnholz erzielt. Ich hätte diesen Arbeitsschritt auch am Fräsanschlag durchführen können. Ich wollte ihn jedoch nicht verstellen, weil ich die eingestellte Tiefe für ein anderes Projekt benötige. Die 4 Trägerabschnitte verleime ich nicht stumpf miteinander, sondern verbinde sie mit Federn, die ich aus den sauber gehobelten Leisten eines Verpackungsgestells nutzen kann. Dafür muss ich in die entsprechenden Schmalseiten eine Nut an der Tischfräse einsetzen. Ich nutze einen Fräser, der das BG-Test-Abzeichen besitzt und somit für manuellen Handvorschub geeignet ist. Aufgrund der Leistendicke muss ich 2 Fräsdurchgänge für die Nutenbreite durchführen.
Damit die Federn in die eingesetzten Luten passen, muss ich sie an den Enden abrunden bzw. spitz anschneiden. Nachdem ich mich von der Dichtigkeit und Flächenbündigkeit der Fugen überzeugt habe, kann ich damit beginnen, alles zum Verleimen vorzubereiten. Wie schon am Anfang erwähnt, will ich bei diesem Projekt meine neuen Corpus-Zwingen das erste Mal ausprobieren. Corpus-Zwingen sind sehr bequem in der Handhabung und ermöglichen ein präziseres Verpressen von Werkstücken. Wie der Name schon sagt, geht das ganz besonders hervorragend bei Schrankkorben, aber eben auch bei der Verleimung von Flächenhölzern. Damit sich diese Hölzer beim Verleimen nicht in der Länge verschieben, lege ich mir ein Anschlagholz auf die Tischkante, das ich mit Zwingen befestige. Die Corpus-Zwingen stelle ich nun auf ihre Füße und öffne sie so weit, damit ich die Hölzer bequem einlegen kann, nachdem ich den Leim aufgetragen habe. Auch die Federn streiche ich an den Flächen und Schmalkanten mit ausreichend Leim ein, damit sie in den Luten zusätzlichen Halt nach der Verpressung geben. Die Federn müssen so bemessen sein, dass sie trotz Leimauftrag noch mit einem geeigneten Schlagwerkzeug in die Luten geschlagen werden können und dabei keinen größeren Widerstand erzeugen. Spätestens jetzt bei der Horizontalverschiebung gäbe es Probleme, wenn die Federn zu stramm sitzen würden. Hier schlage ich die Hölzer gegen mein Anschlagholz und sorge dafür, dass sie beim Anziehen der Zwingen nicht mehr verrutschen. Da ich beim Verleimen nicht auf einen Höhenversatz achten muss, muss ich nur auf die Dichtigkeit der Schmalkantenfugen achten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zwingen drückt die gesamte Fußfläche der Corpus-Zwinge auf das Holz und vermeidet dadurch Druckstellen. Zulagehölzer sind daher nicht erforderlich. Schon beim Andrehen der ergonomisch geformten Griffe ist ein enorm großer Anpressdruck spürbar. Den überschüssigen Leim auf der Fläche und zwischen den Hirnholzfugen wische ich mit einem leicht angefeuchteten Lappen ab. Während der Leim aushärtet, bearbeite ich in der Zwischenzeit die Rollen. Diese sind auf den Kunststofflaufflächen und den Halterungen stark verschmutzt bzw. leicht angerostet. Zuerst löse ich die vorhandenen Schrauben, die ich später durch Sechskant-Holzschrauben ersetzen werde. Mit Druckluft und Putzlappen entferne ich den staubigen Schmutz der Laufrollen und mit geeigneten Schleifmitteln bearbeite ich die Metallanteile der Rollen vor, um sie später komplett mit einem Rosteffektspray zu verzieren. Da die Unterseiten der Befestigungsplatten später nicht sichtbar sind, lackiere ich in mehreren Durchgängen nur die Laufrollen aus Kunststoff und die drehbaren Halterungen aus Metall mit dem Effektspray. Nach ausreichender Trocknungszeit ist bei der Tischplatte mittlerweile auch der Leim ausgehärtet, sodass ich nun die Corpus-Zwingen wieder abschrauben und mich dem Schleifen der Platte widmen kann. Anstatt mit einer Abziehklinge ziehe ich die Leimblasen diesmal mit einem breiten Stecheisen ab, bevor ich danach die beiden Tischflächen mit einem Bandschleifer und 80er Schleifpapier bearbeite. Für solche Schleifarbeiten ist übrigens ein Schleifrahmen unter der Maschine zu empfehlen, der ein Verkippen der Maschine vermeidet und eine ebene Fläche beim Schleifen ermöglicht. Die groben Sägeschnittflächen der Hirnholzkanten schleife ich mit dem Exzenterschleifer sauber. Das geht am besten, wenn ich mir die Tischplatte aufrecht in die Hobelbank einspanne und auf einen Bankknecht abstütze. Und in die abgeschrägten Hirnholzfugen komme ich dann am besten mit einem Schleifklotz. An das Hirnholzplattenende fertige ich eine umlaufende Nut als verdeckten Sägeschnitt an. Dadurch erreiche ich eine Art Endkappen- oder Deckeloptik. Die Nut ist ca. 25 mm von der Außenkante entfernt, so breit wie die Sägeblattdicke und knapp 5 mm tief. Ich schneide die kurzen Schmalseiten aufrecht am Rahmentisch ein und habe dafür den Paralleleinschlag zurückgeschoben, um ein Verklemmen des Werkstücks mit dem Sägeblatt zu vermeiden. Die verdeckten Sägeschnitte in der Plattenfläche schneide ich dann nur am Paralleleinschlag. Damit sich die umlaufende Nut an den Enden trifft, ist eine präzise Einstellung der Sägeanschläge natürlich zwingend erforderlich. Bevor es an die Oberflächenendbehandlung geht, schleife ich noch die soeben gesägte Nut sauber aus und breche dabei leicht die Schnittkante. Um die schöne Struktur des Holzes stärker herauszuheben, behandle ich es mit Leinölfirnis, die ich in mehreren Schichten und Trockenzeiten mit einem Schwamm auftrage. Die lackierten Rollen schraube ich auf der Unterseite der Platte mit Sechskant-Holzschrauben fest, unter denen ich eine Unterlegscheibe gelegt habe. Die Position wähle ich so dicht wie möglich an der Plattenaußenkante und nehme als Bezugsmaß die eingesägte Nut. In diesem fertigen Zustand kann ich den Couchtisch mit Rollen an seinen Bestimmungsort übergeben, nämlich einer Gebrauchtmöbelausstellung in unserem Nachbarort Bad Münder.
Und während ich mir den Tisch nun noch von allen Seiten begutachte, bitte ich euch, den folgenden Sicherheitshinweis zu beachten.